Hallo Leute und willkommen zurück zu irgendeinem nächsten Part. Ich weiß nicht, bei welchem Nummer wir sind. Wir müssen jetzt mit Belaram reden, um weiterzukommen. Dazu müssen wir uns hier alle treffen. So, und wenn wir jetzt mit... Belaram, kannst du mich hören, mein Freund? Iradan, ich bin in gemauerten Wänden und höre keinen Schlachtenlärm. Dann wurde Nordinbad gerettet. Ja, Nordinbad hat standgehalten. Der Feind hat sich zurückgezogen. Wie lange bin ich hier schon in diesem Zustand? Nicht lange. Ruh dich jetzt aus. Du hast ganz ordentlich was abgekriegt. Wo sind Barantor und Armenel? Ihn nicht anlügen. Tod. Punkt. Unsere Freunde waren unter denen, die in der Schlacht gefallen sind. Sie starben tapfer. Das Volk von Nordinbad wird ihr Opfer niemals vergessen. Wie auch wir nicht. Deine Worte sind freundlich. Und ich danke dir dafür. Doch trotzdem sind meine Freunde tot. Und noch schlimmer, sie starben unter meinem Kommando. Das ist eine schwere Bürde. Doch was ist mit Agandar? Wurde er auch in der Schlacht getötet? Oder lebt er noch? Agandar war nicht hier. Ich wette, der versteckt sich noch immer in Khandum. Dann müssen wir dort nach ihm suchen. Armenel und Barantor müssen gerecht werden. Du sollst nichts anderes als ruhen. Deine Wunden werden einige Zeit zum Heilen brauchen. Nein, ich werde bis zum Ende dabei sein. Ich muss meine Freunde rächen. Er ist viel zu schwach, der kann nicht mitkommen. Du musst dies nun uns überlassen, Belaram. Wir müssen schnell aufbrechen, bevor uns Agandar erneut entkommt. Ja, es ist offensichtlich, dass ich euch jetzt nicht begleiten kann. Und wenn ihr zögert, könnten noch andere sterben. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. Geht mit meinem Segen, Freunde. Das Volk von Nordinbad hat geschworen, dich wie einen der ihren zu pflegen. Ruh dich jetzt aus und erlange deine ganze Kraft zurück. Leb wohl. Wieso sollen wir ihn nicht anlügen, Simon? Davon wusste ich nichts. Kann man den überhaupt anlügen? Man kann sagen, mach dir keine Gedanken. Ja, dann lügt man ihn quasi an und dann ist er etwas sauer. Okay, davon weiß ich nichts. Und außerdem, was da passieren und soll. Was passiert, wenn er sauer ist? Nichts. Sehr schön. An. Okay, wir gehen jetzt nach Khandum. Dort wartet der letzte Boss auf uns. Das heißt, es ist das letzte Gebiet. Ich hoffe zumindest, dass er dort ist. Aber so wie das aussieht, könnte er tatsächlich dort kurz sein. Was? Keine Ahnung, was Leon gesagt hat. Jetzt hat er schon wieder was gesagt und ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er sagt, es ist ein bisschen kurz, hat er gesagt. Das Spiel. Ja. Mecker. Meine über 12 Stunden Spielzeit sind schon ganz eine Menge. Naja. Andere Spiele habe ich so 300 oder so. Das sind ja auch Endless Games. Nehme ich an. Ja. So ja. Wie Skyrim und so weiter. Ja, ja. Oh, what? Wir klettern da hoch? Gott, sind wir verrückt. Muss eine Weile gedauert haben. Ja. Hier, nimm meine Hand. Du brauchst mir keinen Gefallen zu tun. Der Berg, den ich nicht erklimmen kann, wurde noch nicht geschaffen. Sehr schön. Ciao, Leon. Ich bin echt klug. Leon! Hebt Farin hoch. Bester Untertitel. Das muss man nicht zeigen. Ich denke, auf dem Weg werden wir nicht zurückgehen. Aber du hattest recht, Iradan. Auf dieser Route gibt es keine Waffen. Ja, wo denn auch? Kein Wunder. Wir können nicht darauf zählen, lange unbeobachtet zu bleiben. Kommt, lasst uns einen Weg in diese Festung finden. Warum machen wir uns nicht alle unsichtbar? Oh, das kann ja nur ich. Hoppla. Und auch nicht sonderlich lange. Ja, das stimmt. Okay, ich gehe da lang. Die Brücke laufen und auf der Hälfte mit der sichtbar werden und dann gibt's ein Trollgemetzel. Okay, da unten war nicht viel. Wir aber leider sind nicht die Trolle das Gemetzelte. Nein, die nicht. Die metzeln eher uns. Sieht schön aus hier. Ich hasse Schnee. Okay. Toll. Interessant. Ja, da ist ja Lava, Simon. Das gefällt dir bestimmt mehr. Oh ja, das ist wärmer. Über diesen Kanal werden die Abfälle der Festung entsorgt. Aber uns bietet ihr einen Weg hinein. Okay. Ich erinnere mich. Ah. Ich erinnere mich. Bitte, bitte einfach nur durchlaufen. Ich glaube nicht. Was? Quasi? Ist das Blut, ist meine Aussage. Das ist Rost. Wer ist Verbündeter? Ah, da geht's lang, da ist erstmal. Ist das, das bin er. Was? Oh. Das war ein toller Dialog. Ja, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast. Soll das so ein Horror-Teil sein? Ich glaube, das sollte ursprünglich mal ein Jumpscare werden, ist aber. Was für ein Jumpscare?
grässlich gescheitert. Ja. Nicht töten, Simon, lass das! Es dauert zu lang. Irgendwas habe ich gesagt. Es sind Menschen, die von irgendwas befallen wurden. Hier habe ich mal ein Geheimnis gefunden, wo man ganz weit außen rumlaufen muss, weil eine Truhe in so einer scheiß Zelle ist. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe es, ja. Ob sich das lohnt, ist jetzt echt die Frage. Ja, es lohnt sich gewaltig. Es ist auch nicht so weit wie ein Vorbild. Außerdem kann man eh den ganzen Weg zurücklatschen und hier alles töten. Wow, was geht denn da unten ab? Okay, da unten fliegen Blitze um uns rum. Wir können eigentlich hier nicht viel machen. Wir können nur durch diese Hallen laufen, die mit Käfigen voll sind. Zumindest vorerst. Simon, was machst du da hinten? Ich habe nur mal kurz geschossen. Du sollst keinen umbringen. Klau uns nicht die Erfahrung, du Arsch. Wenn es nur darum geht? Ja. Es geht darum, dass es zu lange dauert, wenn du die alle umbringst. Und dass wir die nachher viel schneller töten. Sowieso machen. Ja, aber schneller geht es nachher. Dann können wir nämlich draufhauen. Ah, okay. Und ich habe keine Lust, da jetzt ewig zu stehen und meine ganzen Pfeile zu verschwenden. Oder du dein Mana. Naja. Okay. Jetzt weiß ich, was später passieren wird. Okay. Ja, es geht nicht lang. Ja. Steht doch oben rechts. Das hier Spiel steht auch spoilert schon. Sich mal wieder selber. Naja. Also, das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Ja gut, der Zwerg ist wohl erster. Ich hab die Ehre. Er hat sich vorgedrängelt. Okay, geht das hier nicht auf? Du hast den Hebel nicht lange gedrückt. Leon, so, nö, kein Bock mehr. Ich bin ein guter Zwerg. Oh, das ist ein Typ mit Hammer. Oh shit, es geht los. Der Typ da ist Hammer. Okay, dann eben nicht. Treffe ich halt nicht. Oh shit, das seid nicht ihr! Auf die Fresse! Okay, irgendwas fliegt hier durch meinen Bildschirm. Ich hab das Verlangsamungselementar und einfach steht noch mal eine 0 unten dran. Ich was? Also 2 unten. Ich hab keine Ahnung, was du gerade sagst. Verlangsamungselementar? Ja, ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich kann die Gegner verlangsamen. What? Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber... Ich kann sie auch verlangsamen, das ist mit der Keule so. Okay, jetzt ist er tot. Dann steht da oben eine Zahl und dann der Elementarschaden drücke und das ist einfach 0. Ja, es macht halt keinen Damage. Das ist sehr schön. Oh shit! Das ist dann. Ich habe nichts mehr. Oh. Bye bye. Von 2 Keulen auf einmal getroffen. Nicht sonderlich stark. Ja, wenn eine dir links in die Fresse fliegt und eine rechts, dann ist dein Hirn matsch und es spritzt oben raus. Ich glaube, das Gehirn von denen war schon vorher matt. Wir müssen jetzt nochmal ganz runterlaufen. Naja, müssen wir. Ja, eh, um alles zu töten. Außerdem kommen wir nur auf dem Weg, glaube ich, weiter. Na du Arsch. Er ist voll gestunt. Ja. Nicht. Aber wie hier? Da passiert nichts. Da gibt's nichts. Wartet. Okay, wir müssen jetzt nochmal ganz runterlaufen für die goldene Truhe. Okay, da kommen wir her. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich auch nicht. Da ist sie. Leon hat sie gefunden. Ah. Angmar Schienbeinschützer, Elbenstein des Lebens. Oh, ich habe endlich wieder einen Elbenstein. Seit 50 Partys. Wow. Die Schienbeinschützer sind scheiße. Angmar ist scheiße. Alles ist scheiße. Das Set bringt mir auch nichts. Habe ich vielleicht irgendwas, wo ich kann? Ich kann den Elbenstein nirgends einbauen. Na gut. Ja, die Items kann man beim neuen Durchspielen verkaufen. Hier vielleicht noch was? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ne, hier sind die Typen runtergesprungen. Sieht auf jeden Fall sehr bunt aus für eine Folterkammer. Feuriger Elbenstein des Feuers, you don't say. Ich habe Simon gefunden. Yeah. Also ich glaube, hier gibt's glaube ich nichts mehr, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt habe ich plus 40 Feuerschaden, geil. Hier gibt's nichts mehr, ihr braucht mir gar nicht folgen. Was Hallo. War das denn? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wo es zurückgeht. Wartet auf mich! Ich hab den Weg gefunden. Ja. Ich hab Leon gefunden. Ich hab euch noch nicht gefunden. Perfekt. Hey. Maru geistert da ganz hinten noch rum. So. Wartet auf mich! Ey, ihr habt schon einen Speicherpunkt getriggert. Ich hab 2000 Gegner getriggert. Danke, Leon. Danke, dass ihr auf mich wartet. Alle mit den Bolzen getötet. Okay. Na gut, das waren jetzt auch nicht unbedingt die Stärke. Oh, Gold! Goldtruhe. Nochmal eine Kugel. Moria-Schild, fick dich! Scheiß Schild! Wer will Schilde?
furchterregendes großes Angmar-Schwert. Das klingt nach dem, was der Leon hat. Brauchen wir. Oh, Waldläufer und Champion, zweihändiges Schwert. Ich brauche nichts zweihändiges. Gib's oh, Leon. Das könnte Leon gefallen. Du wirst mich lieben, das Schwert ist so geil. Ja, nur habe ich leider all meine Elbensteine für mein anderes Schwert verbraucht. Und ich kann es nicht tragen. Warum zu wenig Stärke? Wow. Ich habe im Moment 40 Stärke. Ich habe. Und ich bin der Waldläufer. 24. Ich habe 40 Stärke. Wieso hast du nur 24 Stärke? Ich glaube, seine so Items geben ihm nichts. Leon, was machst du denn? Ich glaube, seine Items geben ihm nichts. Ja. So, weiter geht's. Oh. Mehr Fässer. Ah, ich hin. Aua, ja, warte, aber du. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fässer der Hauptteil des Spiels sind. Ah, helft mir, Leute. Looten und Level. Wollt ihr mich verarschen? Hört auf, die Kämpfer, ja, sind Gegner. Ich stehe daneben mir und rauben Zeug aus. Oh, den Kill habe ich bekommen. Ich kämpfe dagegen zwei Typen mit zwei Schwertern, irgendwie sowas. Und ihr lootet da Zeug, ey. Nice. Du hast genug Lebensenergie, das passt schon. Ich konnte sie nicht angreifen, ich musste die ganze Zeit blocken. Weil die Penner kann man nicht angreifen, wenn die zu zweit sind. Looten, hab ich gedacht, Pat. Die kannst du nicht angreifen, wenn die zu zweit sind. Greifst du den einen, dann haut der andere dich um. Richtig mies. Brauchst halt so eine Repulsorwelle wie ich, diesen Zauber. Oder Exklusivbolzen. Oder so. Weiter geht's. Jo. Oh, cool. Pfeile. Noch mehr Fässer. Okay, ich bräuchte eigentlich nur noch ein Level ab, dann ist mein Aufschrieb mit dem Technologiebaum völlig unnütz. Aber ich weiß nicht, ob ich den einen Level ab noch schaffe, ehrlich gesagt. Ah, ja, natürlich. Ich weiß es nur noch. Ah, das ist so witzig. Hier sind so viele von denen, die laufen weg, die fliehen. Asch, fick dich, Hammertyp. Ah, daneben. Leute, gegen was kämpft ihr so? Oh, ich hab ihn aus Versehen geköpft. Ah! Ja, der macht doch keinen Schaden. Vorsicht, Rechtsklick. Oh, er ist schon tot. Vorsicht, Rechtsklick. Keine Ahnung. Oh, er ist weggeflogen. Die sterben alle, ohne dass man sie Rechtsklick hat. Ja, jetzt hab ich. Jetzt hab ich den Modus drin. Oh nein! Ein Zauberer! Oh, ich hab nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Ja, danke. Komm einfach in mein Schild, mein, heilt dich. Mein dann. Pfeil hat gerade 999 Leben Schaden gemacht. What? Du sollst nicht den scheiß Bolzen in die Hand nehmen. What? Oh, ein neuer Bogen. Ich schau mal, was das für einer ist. Oh, ein Hammertyp. Oh, der ist scheiße. Ja, auf den habe ich gerade geballert. Und ein Schild habe ich auch. Trolle! Diesmal habe ich sogar das Richtige gesagt. Hier sind Trolle irgendwo, ich sehe sie nur noch nicht. Ah, da hinten. Der wird sich gleich freuen. Ich schieß auf den Zauberer. Okay, Zauberer down. Haltet den Duna dann auf, ihr Narren? Wer von euch Arschlöchern hat es gesagt? Daneben, Arschloch. Ey, Troll, du bist zu fett, mich zu treffen. Haha. Oh. Haha. Yo, fucking suck. Ist gerade Schaden. Aber nicht so viel wie er eigentlich sollte. Ich glaube, ich hätte vielleicht dieses Feuerding noch nicht. Ich hab die Katze in dir. Okay. Ja, ich seh's. Friss das, stirb, Motherfucker. Ich hätte vielleicht dieses Feuerblitzding da noch nicht verkaufen sollen. Das war der einzige Elementarschaden, den ich hatte. Fällt mir gerade so auf. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Keine Sorge, der Zauberer frisst gerade so viel Damage. Okay, das dauert. Ich loote mal ein bisschen. Jo. Er frisst nur Headshots gerade und trocknet zurück. Lebt er tot. Okay. Ich schau mal kurz, was es hier gibt. Wow. Noch mehr Fässer. Alles voller Loot. Ich hab mehr Fässer als Gegner getötet. Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden, was besser ist als das, was ich vorhin gekauft habe und so. Alles scheiße. Oh mein Gott. Es triggert ihr schon wieder ohne mich. Leute, wartet. Oh shit. Wir können nichts dafür. Nee, ihr doch nicht. Die EXP kommen einfach angeflogen. Wart! Oh, cool, Schuhe. Schuhe kaufen! Lernt ihr einen Dudelein? Shit, es ist ein Insider. Nee, S-World. Auswahl. Von einem anderen YouTuber. Weil Scrubs auch ein YouTuber ist. Nein, nee, ich hab nicht gemeint, du Otto.
Und Scrubs ist nicht gemeint, so andere. Okay, oh, ich hab irgendwas bekommen. Er ist einfach 30 Sekunden lang im Kreis gedreht. Es muss einen Hebel geben, um dieses Tor zu öffnen. Mein Typ sagt, es muss einen Hebel geben, aber in echt sagt er, hier ist ein Hebel, weißt du? Unglaublich. Oh, draußen ist noch Loot. Ey, wartet! Was macht ihr denn? Das war zu schnell getriggert. Was macht ihr denn für einen Scheiß? Der Troll! Hebel gedrückt. Seid ihr verrückt? Ihr könnt doch nicht einfach so Hebel triggern. Wir sind noch 10.000 Fässer. Fuck, Troll! Friss das! Oh shit, zwei Troll! Aua! Leute, ihr wisst, dass es zwei sind, oder? Ich sag's ja. Ja, die zwei Trolle machen gut Damage, also... Ah, die sind... Die in Nordimbad waren auch so schwach, also... Es wird schon. Alter, du sollst den scheiß Kreuzen einsetzen. Friss das, du Penner! Whoops! Out! Komm, schlag mich! Whoops! Au! Da! Pfeile vom Kopf! Bam! Oh shit! Kann nichts mehr sehen, sehr schön. Pfeile vom Kopf, ich kann ihn nicht schlagen! Oh, ist schon tot. Nee, ist noch nicht. Aua! Doch, ist er. So ist. Ich weiß es nicht. Jetzt Trigger. Ich bin verwirrt. Ich meine Katze. Au! Alle fliegen weg. Aua, ich hau. Die hauen mir gerade auch so aus. Der haut mir so aus. Mann, Mano! Jetzt reicht's! Wieso ist der nicht betäubt? Der verträgt aber ganz schön Damage. Jetzt! Ha, nochmal eine Katze für mich! Ich hatte die noch gar nicht! Ja, Leon würde ich auch gerne mal sehen, wie er das macht. Abgesehen davon, dass Simon und ich eigentlich dieselbe Cutscene haben, weil wir beide zwei verschiedene Waffen haben. Und Leon ist einziger zwei Waffen. Runde hier. Ja, warte, lass erstmal looten. Ich war halb tot, ich hatte bestimmt noch so ein Viertel Leben, also ich hab weniger als ein Viertel. der Troll hat einfach nur Scheißdreck überall. Oh, ich hab das Großschwert des Karn-Doom-Kriegers, braucht aber 27 Stärke, Leon. Die hast du nicht, oder? Ich hab 24, glaube ich. Okay, ich hab wieder volles Leben. Ich habe sogar ein Amulett gefunden, plus 4 Ausdauer, 1 Slot, aber das ist schlechter als das, was ich jetzt habe. Ja, das, was du jetzt hast, ist eh OP as fuck, weil das haben wir bekommen, da wir diese ganzen dämlichen Magier gekillt haben. Das haben wir von Aeron gekriegt, an die Zuschauer. Leon, wie viel hat deine Waffe, dein Zweihandschwert, oder das, was sie Simon gegeben hat? Das würde mich auch mal interessieren. 248 bis 350. Das ist von Simon? Ja. Dann brauchst du meins definitiv nicht. Ist es so richtig OP, was ich mir gegeben habe? Ja, klingt ganz gut. Den extra dran Champion und Waldläufer nur. Okay, ich würde sagen, wow, Leon, chill mal. Was denn? Du teleportierst dich. Ich leck halt ein bisschen. Es sieht so witzig aus. Wenn die nächste Stelle kommt zum Speichern oder so. Oh nee, okay, hier kommen noch ein paar Zauberer. Aber soweit das der Fall ist, oh, der hat vorhin die Fresse gekriegt, der sah da ein bisschen verwirrt aus hinterher. Sobald die nächste Möglichkeit besteht, werden wir den nächsten Part ankündigen. Den Cut machen. Genau. Es hat hier irgendwie keine wirkliche Verteidigung mehr. Wir haben eigentlich alles platt gemacht. Oh, ich habe ein Level up, also bevor wir jetzt gleich weitere Rennen tue ich erst und dann Level. Na gut, da Simon da immer eine Weile braucht. Oh, werde ich hier Elbenstein da wieder herstellen. Werde ich hier einen Schnitt machen und wir sehen uns beim nächsten Part, wenn wir diese Treppen erklimmen. Bis dann, ciao Leute. Bis dann Leute, ciao.